Orkan zieht auf. Zumindest sind Orkanböen möglich am Donnerstag. Schon in der Früh zieht ein schwerer Sturm im Westen auf. Schon im Berufsverkehr haben wir hier sehr starke Winde. Bitte vorsichtig sein. Bis 9 Uhr erfasst der Sturm dann auch praktisch den ganzen Süden und bis 12 Uhr auch den Osten Deutschlands. Und hier sind auch die stärksten Windböen vorhergesagt. Vielleicht auch im Süden, muss man noch schauen. Ist noch nicht ganz sicher. Aber im Osten haben wir auf jeden Fall sehr kräftige Winde. Die stärksten Windböen sind an Regen gebunden, an Schauer und Gewitter, die dort auftreten. Und dort können dann bis zu 120 km/h Windspitzen auftreten, im Tiefland wohlgemerkt. Also sprich von Erfurt hoch nach Berlin bis nach Dresden, da ist im Augenblick das Gefahrenpotenzial am höchsten. Dieser Sturm zieht dann bis 18 Uhr auch ab, das ist die gute Nachricht, er ist schnell vorbei. Und auch im Norden wird es nicht ganz so heftig ausfallen wie im Süden des Landes. Aber man muss auch sagen, die Prognosen können sich noch ändern. Oftmals ist noch wenige Stunden vorher nicht hundertprozentig klar, wo der Sturm tatsächlich zuschlagen wird. Also bitte vorsichtig sein. Was aber sicher ist, es wird zu massivem Windbruch kommen, also zu umfallenden Bäumen und zu starken Einschränkungen im Verkehr, also im Straßenverkehr, aber auch im Bahnverkehr und wahrscheinlich auch im Flugverkehr. Vorsichtig sein. Wälder bitte nicht betreten, denn Bäume werden umfallen und an der Nordseeküste droht auch noch eine Sturmflut. Also hier kommt ein starker Sturm auf uns zu, ein signifikanter Sturm mit Orkanböen. Bitte aufpassen und das Wetter checken am Mittwoch und am Donnerstag. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.